Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute wird es mal wieder richtig fleischig, denn wir werden uns ein richtig leckeres Hochzeitsgulasch machen. Und wenn ihr sehen möchtet, was das ist und was ihr alles dazu braucht, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Die genauen Mengen und das ausführliche Rezept findet ihr als PDF unten in der Videobeschreibung. Hier stehen dann auch schon die Zutaten und die schauen wir uns jetzt an. Dann fangen wir einmal hier mit unseren Fleischkomponenten an. Da haben wir hier einmal Gulasch halb und halb, also Rind und Schwein. Ihr könnt auch nur Rind oder nur Schwein nehmen, das macht ihr wie ihr möchtet. Hier vorne haben wir einmal Mett, das ist bei uns hier gewürztes Hackfleisch, was man so auf dem Brötchen essen kann. Gibt es das bei euch nicht, nehmt da einfach normales Hackfleisch und würzt euch das. Dann haben wir hier einmal noch Kassler drinne, den in solche Stücke geschnitten. Hier vorne haben wir gewürfelten Speck. Dann haben wir hier noch Fleischwurst, auch die einfach nur hier in solche Stücke geschnitten. Dann Champignons, diese sind geviertelt. Hier haben wir dann Zwiebeln in solche Ringe geschnitten. Dann brauchen wir auch noch Zwiebeln, die hier so gewürfelt sind. Hier drüben haben wir dann noch stückige Tomaten. Hier sind Gewürzgurken, auch die einfach nur gewürfelt. Dann haben wir hier noch einmal Tomatenpaprika. Diese fertig aus dem Glas sind in solche Streifen schon geschnitten. Hier hinten haben wir dann Texicana Salsa. Alternativ dazu könnt ihr eine Schaschliksoße nehmen oder ganz einfach eine Chili-Soße oder eine Barbecue-Soße. Das macht ihr auch, wie ihr möchtet. Dann habe ich hier noch ein bisschen Senf. Sahne brauchen wir. Hier steht noch ein bisschen Pfeffer und hier so am Rand haben wir noch so ein bisschen frischen Thymian. Dann haben wir unsere Zutaten soweit abgehandelt. Das meiste, habt ihr gesehen, ist schon geschnippelt. Das heißt, das haben wir uns wieder gespart. Jetzt nehmen wir uns hier einmal so eine richtig große Schüssel. Da geben wir dann erstmal unser Gulaschfleisch rein. Wenn wir das dann hier in der Schale haben, nehmen wir uns den Pfeffer und werden das einmal kräftig pfeffern. Haben wir dann Pfeffer dran, stellen wir die Mühle beiseite, nehmen uns die Hand und werden das einmal schön miteinander vermischen, dass überall Pfeffer dran gekommen ist. Haben wir das mit dem Pfeffern erledigt, können wir dann auch jetzt schon Hochzeit feiern und alles miteinander verheiraten. Das heißt, wir geben ganz zwanglos unsere Fleischwurst dazu, dann die Champignons. Zu den Champignons kommt dann der Kassler. Unsere gewürfelten Zwiebeln, die Gurken, dann natürlich noch die Tomatenpaprika. Dann als nächstes nehmen wir uns hier unser Mett, da reißen wir uns einfach nur so Stückchen ab und schmeißen die so da rein. Ihr könnt alternativ auch Kugeln machen, aber wenn wir das Ganze gleich nochmal richtig vermixen, sind das dann eh keine Kugeln mehr, von daher einfach nehmen. So da reinbröseln. Und jetzt, wo wir dann unser Hackfleisch auch drin haben, nehmen wir die Hand und vermengen das einfach nur, dass das schön miteinander vermischt ist. Und wenn wir das dann hier so schön miteinander vermengt haben, können wir das erstmal nehmen, beiseite stellen. Ich gehe mir die Finger waschen und dann machen wir mit der Soße weiter. Für die Soße habe ich mir dann hier schon so ein bisschen frischen Thymian gezupft. Den müssen wir uns erstmal fein hacken. Nachdem wir uns den dann fein gehackt haben, gehen wir den hier so aufs Messer. Dann holen wir uns die Texicana Salsa herbei, geben das da rein. Dazu kommen dann noch hier unsere stückigen Tomaten. Der Senf kommt dazu. Dann kommt noch die Sahne. Und jetzt habe ich hier wieder meinen schönen Spielzeugschneebesen und da werden wir das Ganze einfach nur gut miteinander verrühren. So, und wenn wir das verrührt haben, und ich weiß nicht, ob ihr den Radau hört, da hinten startet wieder der Rettungshubschrauber. Also nicht wundern, warum es jetzt ein bisschen lauter wird. Dann werden wir einmal hier mit dem Finger probieren. Ja,
Geschmacklich reicht uns das vollkommen aus. Jetzt können wir auch das beiseite stellen. Ich hole den Dutch Oven und dann können wir alles in den Topf packen. So, der Hubschrauber ist weg, somit auch der Radau. Hier habe ich dann schon meinen 10er Dutch Oven geholt. Das ist der DO10 von Barbecue Toro. Da machen wir erstmal einen Deckel ab, legen uns den beiseite. Dann stellen wir uns den Topf einfach hier so mittig hin. Dann holen wir unsere Zwiebelringe. Die werden wir hier auf dem Boden so ein bisschen verteilen. Die sind einfach nur dazu gedacht, dass wir so einen leichten Hitzeschild haben. Und wenn die jetzt hier so Lücken haben, das ist gar nicht schlimm. Wenn wir dann die Zwiebeln drin haben, so wie das hier ist, reicht das vollkommen aus. Ihr könnt natürlich auch noch ein paar mehr nehmen, aber jetzt kommt ja noch der Bacon drüber, beziehungsweise unsere Speckwürfel. Haben wir dann Speck und Zwiebeln im Topf, sollte das so ausschauen. Somit haben wir so einen leichten Hitzeschild unten. Jetzt können wir uns hier unsere Schüssel mit unserem Fleisch nehmen und den Pilzen und das. Das geben wir einfach mal dazu. Ist das dann alles drin, verteilen wir das noch einmal so hier. Ich würde sagen, das sieht jetzt schon herrlich aus und haben wir es dann so im Topf verteilt. Müssen wir uns nur noch unsere Soße nehmen und diese werden wir auch nur ganz grob da drüber schütten. Die wird sowieso noch einsacken. Wir wollen aber nichts verschwenden, deswegen holen wir uns den Rest jetzt hier auch noch raus. Und dann ziehen wir das einmal so hier hin. So, dann hätten wir das. Dann machen wir den Löffel beiseite, holen uns den Deckel, machen diesen drauf. Und jetzt gehe ich runter, starte die Kohlen und wir sehen uns am Dutch Oven-Tisch wieder. Dann sind die Kohlen durchgeglüht. Heute sind wir mal wieder komplett oldschool unterwegs. Wir haben den Dutch Oven Tisch, nehmen auch heute nur Kohle, denn die letzten Male haben wir des häufigeren Gas benutzt. Das mache ich in der Regel auch nur, wenn es wirklich schnell gehen soll, beziehungsweise wenn ich keine Oberhitze brauche. Aber diese brauchen wir heute. Jetzt nehmen wir uns aber erstmal die Kohlen, verteilen die uns hier auf dem Tisch. Dann stellen wir uns hier so einen Pfannenknecht hin, denn unser Dutch Oven hat keine Füße. Hat eure welche, dann lasst ihr das natürlich weg. Dann werde ich hier erstmal 1, 2, 3 und 4 hier reinlegen. Dann packen wir uns hier jeweils noch eine hin. Und hier drüben auch. Dann parken wir den Dutch Oven schön mittig da drauf. Ja, so sieht das gut aus. Dann werden wir uns die Kohlen hier an Seiten noch so ein bisschen korrigieren. So, das heißt, wir haben jetzt 6 Stück unten drunter. Und oben machen wir dann 1, 2, 3 und Nummer 9 hin. Dann haben wir jetzt gute 15 Kohlen im Einsatz, denn wir wollen im Topf eine Hitze von gut 160 bis 180 Grad haben. Das reicht dann vollkommen aus. Da müsst ihr euch dann, wie eben gezeigt, 6 Stück runterpacken, 9 Stück packen wir uns oben drauf und jetzt lassen wir das Ganze gute 2 bis 3 Stunden einfach nur in Ruhe. Zwischendurch ist klar, gucken wir natürlich nochmal rein, dass uns nichts anbrennt. Das können wir dann immer so stundenweise machen. Vielleicht ist es auch schon nach 2 Stunden fertig, aber das sehen wir dann. Dann wirklich auch darauf achten, dass ihr da Kohlen habt, die so 2 bis 3 Stunden durchhalten. Sollte das nicht der Fall sein, müsst ihr natürlich gucken, dass ihr dann rechtzeitig welche nach durchglüht, damit ihr dann nachlegen könnt. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Gute 1,5 Stunden sind jetzt rum. Wir werden mal reinschauen.
Dann Deckel vorsichtig runter. Oh, und ihr seht, das brodelt schön vor sich hin. Jetzt können wir auch schon mal hier so ein bisschen mit einem Löffel rühren. Ah, Flüssigkeit ist genug drin, ey. Das sieht man. Vom Fleisch her will ich mir mal hier so ein Stück von dem Gulasch runterholen. Mal gucken, wie die Konsistenz ist. Ihr Frau nimmer. Geht noch ein bisschen. Gut vorbei. Gut, ich denke mal, so ein Stündchen braucht es noch. Das heißt für uns Deckel wieder drauf. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer Stunde noch einmal wieder. Ein bisschen mehr wie 2 Stunden sind jetzt rum. Wir schauen noch mal rein. So, Deckel hoch. Ja, uns blubbert immer noch ganz leicht. Jetzt werden wir mal unten die Zwiebeln vom Boden kratzen mit den Speckwürfeln. Alles schön miteinander verteilen. Ja, und dann würde ich sagen, nehme ich das Ganze mit nach oben. Wir füllen uns was auf und probieren. Es ist vollbracht, unser Hochzeitsgulasch ist fertig. So schaut das Ganze aus. Und wenn man sich das Ganze dann hier so anschaut, das ist ein richtig schöner, bunter Topf geworden. Wir erkennen auch noch alles. Gut, die Pilze, die sind natürlich jetzt ganz schön mini geworden. Dann haben wir hier unsere Gurken, Speck, Zwiebeln, Hackfleisch, eigentlich alles. Ich muss probieren jetzt. Auf den Löffel damit und probieren. Dann guten Appetit, aber natürlich erstmal wieder pusten, weil das ist noch sauheiß. Alter, ist das geil. Jetzt will ich hier nochmal was mit Kassler, weil der war nicht dabei, und was von dem Gulasch. Also ich kann euch sagen, boah, macht das nach. Geschmacklich richtig, richtig gut. Durch unsere Texikaner Salsa haben wir eine leichte Schärfe, aber auch gleich so eine Frische bzw. Säure. Dann die Tomaten da drin, plus alles andere, die Gewürzgurken und das ganze Fleisch. Einfach nur eine richtig, richtig runde Nummer. Das hier ist für mich jetzt so der perfekte Partytopf. Da könnt ihr einen so einen Riesentopf machen. Lasst den einfach da gewähren. Der macht eigentlich alles von alleine hinterher in so schöne Schüsselchen rein. Einfach nur ein Stückchen Brot und ihr seid glücklich. Wer es natürlich übertreiben will, der kann da jetzt noch Nudeln zu essen. Kartoffeln gehen, Reis gehen, Pommes gehen. Man kann die Nudeln, denke ich mal, auch noch mit da reinmachen, dass die in den Topf garen. Das bindet das Ganze noch so ein bisschen, weil die Soße recht flüssig ist. Klar, wir haben Fleischsaft, der tritt aus, unsere Zwiebeln plus dann halt noch die Champignons, die lassen Wasser. Aber so wie das ist, geschmacklich wirklich mega mäßig. Macht das nach und lasst mich wie immer wissen, wie hat es euch geschmeckt. Alter, ist das schweinegeil. Selbst das Fleisch, ich muss mal gucken hier. Butterzart. Wow. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ist dem so, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch dafür. Dann natürlich auch einen freundlichen Kommentar unten drunter. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Das hier oben, da ist mein Logo. Das ploppt auf. Da klickt da drauf. Dann auch die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.